Seit seiner Errichtung für den Berliner Handwerkerverein war das Haus als ein Ort des Austauschs und der Zusammenkunft gedacht. Und auch heute wieder verstehen wir uns als ein offenes Haus, das die Begegnung zwischen Publikum, KünstlerInnen und gesellschaftlichen Ideen fördern will. Für unseren Spielbetrieb nutzen wir derzeit vor allem drei Räume. Das sind die Kantine, der Hochzeitssaal und der Festsaal und hin und wieder auch Raum 213. Der Festsaal ist dabei unser größter Raum. Zu Zeiten des Berliner Handwerkervereins gab es hier auch schon Theaterveranstaltungen und da haben bis zu 1400 Menschen hier Platz gefunden. Heutzutage ist es anders. Wenn wir unsere klassische Tribünensituation aufgebaut haben, dann haben wir eine Bestuhlung für ca. 240 ZuschauerInnen. Ja, früher war es so, dass es eine ganz klassische Guckkastenbühne gab. Das ist heute nicht mehr der Fall. Man sieht zwar noch das Gerüst von der Guckkastenbühne, wenn man sich genau umschaut, aber ansonsten ist es einfach ein offener, freier Theatersaal, der eigentlich ja fast komplett aus Bühnenraum besteht, abgesehen von der Tribüne. Und das Besondere an diesem Saal ist unter anderem, dass wir die großen Fensterfronten haben, was man sonst ja von so Theaterräumen eigentlich nicht so gewohnt ist. Und dass wir außerdem noch die Galerie oben haben, die einmal um den Saal herumgeht. Da kann man heute nicht mehr drauf sitzen, wie das früher mal der Fall war. Aber man sieht eben immer noch, wie es damals aussah. Und man sieht auch noch den Stuck an der Decke, also alles so Relikte aus alten Zeiten. Außerdem hat der Festsaal eine sehr besondere Akustik.